So sieht der Himmel dann auch aus. Alles blau, je näher am Horizont, desto heller scheint der Himmel. Ganz so senkrecht oben ist es dunkel, auch dunkler, aber auch in Richtung Sonne sieht es so aus. In der Richtung befindet sich die Sonne. Das ist natürlich am hellsten. Das ist jetzt Richtung Norden. Die Sonne steht im Südosten. Dahin ist ein Flugzeug. Wenn ich das hier in die Aufnahme bekomme. Ah, ist nicht so einfach, das in die Aufnahme zu bekommen. Da sieht man es jetzt. Eine zweistrahlige Maschine ist das. Aber sonst ist eigentlich relativ schönes Wetter hier. So ist es auf Normal-Zoom. Wolkenloser Himmel entsteht, wenn Hochdruckeinfluss ist. Man zieht ja auch gerade ein Hochdruckgebiet über Deutschland hinweg. Und dadurch entsteht kalte, absinkende Luftmassen. Und dadurch ist es dann wolkenlos, beziehungsweise leicht bewölkt. Wie es jetzt auch so ist. Bei Tiefdruckgebieten ist es ja aufsteigende Warmluft. Die sorgt dafür, dass es dann viele Wolken und Regen gibt. Aber jetzt ist das ja andersrum. Bäume rauschen auch noch ein bisschen. Schöner Sonnenschein. Die Bäume sehen auch ganz schön aus. Im Sonnenlicht. Das sind die Schatten. Da ist ein Hund. Der mag auch gerne in der Sonne laufen. Da läuft er jetzt nur in der Sonne lang. Eins ist der Akku jetzt leer, das heißt, er wird gleich aufhören aufzunehmen. Jetzt läuft er da im Schatten lang. Er ist am Schnüffeln. Die Kamera ändert auch die Lichteinstellungen. Wenn ich zum Beispiel da ist, ist es ja hell, aber das wird dann verdunkelt. Und wenn die Sonne jetzt da rauskommt, zack, wird es auch entsprechend verdunkelt. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Noch einmal kurz über den Himmel drüber und das sollte es erstmal für das Video gewesen sein. Schönes Bäumerauschen ist aber auch noch da. Da ist wiederum am hellsten, wenn es so an der gegenüberliegenden Seite ein bisschen bläulich-violett erscheint unten. Also leichtes Violett ist am Horizont sichtbar. Richtung, wo die Sonne weg ist, wo die Sonne hinsteht, da ist es am Horizont weiß. Und es ist so leicht grünlich kurz darüber. Das ist, meine ich ja hier. Da ist leichtes Grün und da unten geht es ein bisschen ins Violett rüber. Aber sonst ist das Blau. Und bei Sonnenuntergang wird der Himmel rot. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Dieses Video.
So, hier sieht ein fast wolkenloser Himmel aus. Also fast, sage ich euch warum. Ist nicht ganz wolkenlos. Man sieht nämlich, wenn ich hier ranzoome, da sind so ein paar Wolkenstrukturen sichtbar. Kann man zwar in der Aufnahme kaum sehen, aber da sind Wolken. Sonst ist hier alles tiefer blauer Himmel. In die Richtung auch. Auch Wolkenstrukturen sichtbar. Die Sonne scheint schön.